Das ist die Grundschule am Ringerberg. Das ist die Grundschule an der Lochner Allee. Zusammen sind die beiden Standorte die Gemeinschaftsgrundschule Windberg. Zumindest bis jetzt. Und seit 2011 sind diese beiden Standorte eine Schule. Und der Name des größeren Standortes wurde übernommen. Der hieß GGS Windberg. Aber der kleinere Standort liegt in Waldhausen. So richtig fühlten sie sich mit diesem Namen nie zu Hause. Und da musste ein neuer Name her. Und dieser neue Name wurde heute gefeiert. Ab jetzt heißt die Schule nämlich Vitus-Schule. Damit der neue Name mit allen 440 Schülern gefeiert werden konnte, mussten aber erstmal alle Schüler und Lehrer vom Ringerberg zur Lochner Allee. Um einen neuen Namen zu finden, durfte jedes Kind und jeder Mitarbeiter der Schule einen Vorschlag einreichen. Den richtigen Namen zu finden, ist nämlich gar nicht so leicht. Keine Ahnung. Aber es wurden dann doch einige Ideen weitergegeben. Da kamen dann natürlich auch einige skurrile Ideen bei der Schulleitung an. Also neben der Superman-Schule und der Borussia-Schule, den Namen hätten wir gerne genommen, hatten wir auch Ringloch-Schule und ganz dubiose Sachen. Da hört sich Vitus-Schule doch eindeutig besser an. Oder Kinder, was sagt ihr dazu? Finde ich richtig cool. Das ist sehr toll, komisch. Warum? Weil das sich komisch anhört, Vitus-Schule. Gut, den Geschmack von jedem kann man natürlich nicht treffen. Aber Schulleiterin Xenia Schöpke machte den Kids dann noch das beste Geschenk des Tages. Denn am Namensfest durfte es natürlich keine Hausaufgaben geben. Ah!